Sehr gut. Sie laufen davon. Sieg! Siehst du, Idefix? Wir machen Fortschritte. Sehr gut, er haut erstmal ein Wildschwein raus. Nun wieder zurück in Tefaks Dorf. Wenn Obelix die ganze Zeit ein Wildschwein dabei hat, wieso hat er das nicht im Kampf gegessen, um wieder Gesundheit zu bekommen? Er hat das einfach in der Hosentasche. Danke, Asterix. Dank eurer Hilfe, wir haben besiegt die Römer. Ach, weißt du, was ich euch zu trinken gab, war eigentlich gar kein Zaubertrank. Ich find's schade, dass die in dem Kampf nicht irgendwo im Hintergrund sich mitbewegt haben. Die hätten nicht unterstützen müssen, aber irgendwo im Hintergrund hätte ich gerne ein paar Briten gesehen, die irgendwas tun. Ich dachte es mir. Aber das Gebräu hat gemacht Mut meinen Kriegern. Ich mache daraus das Nationalgetränk. Um zu zeigen euch unsere Dankbarkeit, wir werden feiern ein Fest mit gekochtem Wildschwein und... Komm, Asterix, wir gehen nach Hause! Akt 1 abgeschlossen. Hurra, ein Achievement! Also vielleicht nicht eine Kombination aus mehreren Geschichten, sondern einfach nur mehrere Geschichten hintereinander. Unsere siegreichen Gallier kehren ins Dorf zurück, wo Obelix auf ein üppiges Festmahl hofft. Hofft? Wieso? Was passiert denn? Was soll das heißen? Kein Festmahl! Asterix und ich kommen gerade von einem Abenteuer heim und... Ihr seid im ungeschicktesten Moment gekommen. Unsere Vorräte sind verbraucht. Ihr müsst auf die Jagd gehen. Ja, aber es sind doch nicht die einzigen Jäger im Dorf. Ach, wirklich? Ja, leider. Die anderen wollten mit dem Festmahl nicht auf euch warten. Es ist nichts übrig geblieben. Aber mein Mienchen. Schon gut, etwas Bewegung schadet nicht. Nach der Zeit auf See wird es uns gut tun, uns die Beine zu vertreten. Das ist eine originale Geschichte, das sagt mir jetzt gar nichts. Sehr gut, wenn ihr genug Wildschwein mitbringt, kann ich eure Rückkehr feiern. Das klingt wie eine Nebenquest. Nach einer kurzen Weile erreichen unsere Gallier schließlich einen Wald, der vor wilden Tieren nur so wimmelt. Ja, normal. Das Dorf ist in dem Wald, die müssen nur 5 Meter laufen. Oh! Mission 1, 7, Wildschweine für die Vorratskammer. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Wie seltsam. Eine richtige Wildschweinjagd. Ja, guck mal, was für ein Riesenkeiler da. Ich meine, ich muss einfach nur auf X hämmern, ne? Es ist egal. Ich habe auch keine andere Möglichkeit. Ich kann nur rennen. Seht ihr, das ist eigentlich auch so eine, man kann X auch gedrückt halten. Das ist auch so eine Sache. Das ist eigentlich auch etwas wie Asterix mit Zaubertrank ist. Aber es ist halt vom Gameplay ist es halt gar nichts, ne? Ich glaube, ich kann nicht mal Schaden nehmen. Komm, ich will wegrennen! Vor allem, wie viele Schweine braucht's denn? Es gibt irgendwie 20 oder 30 Einwohner, ja? Da braucht doch nicht jeder ein Wildschwein. Das ist doof. Warte mal, was will da wechseln? Oh nein, ich kann nicht wechseln, aber wie schade. Ich kann nicht wechseln, das finde ich jetzt schade. Das hätte ich gerne gemacht. Okay, lustig. Ich meine, warum nicht, ne? Das darf sich jetzt nur nicht zu lange hinziehen, ohne dass irgendwas Interessantes passiert. Ansonsten kommt so ein Level vielleicht öfter, unter anderen Voraussetzungen mit einer anderen Geschichte. Und dann wird's lahm. Aber das werden wir sehen. Wir wollen jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Das reicht, Obelix. Wir können ins Dorf zurückkehren. Oh gut, von dem ganzen Jagen habe ich richtig Hunger bekommen. Du hast irgendwie 100 Wildschweine getötet. Der Wald wäre schon längst leer, auf jeden Fall. Eine Fresse, 125.000 Punkte. Ich meine, hier gibt es ja ein Limit, wie viel man haben kann. Und ich habe 2, 3 Wildschweine verpasst, also... Es gibt wahrscheinlich ein ultimatives Limit, wo einfach nicht mehr geht, wo es unmöglich ist. Nach einer erfolgreichen Jagd kehren Asterix, Obelix und Idefix zu Gute Miene zurück. Danke, Asterix und Obelix. Das ist wunderbar. Jetzt kann ich ein Festmahl für euch organisieren, ihr Vielfraße. Au ja! Aber vielleicht noch ein wenig Fisch dazu, um etwas Abwechslung zu haben. Und ich brauche nach der Rückkehr der Römer auch noch frischen Fisch für den Zaubertrank. Wildschwein, frischer Fisch, es nimmt kein Ende. Gehen wir an die Küste.
und fischen. Dann ist der Fisch ja ausnahmsweise mal nicht verdorben. Weißt du, was mein verdorbener Fisch dazu zu sagen hat? Hier, bitte sehr! Ihr könnt meinen Fischkutter nehmen. Den habe ich damals immer genommen, als ich noch jung war. Hoffen wir, dass wir nicht zu lange unterwegs sind. Oh, sieh mal, Asterix Piraten! Schnell klettern wir an Bord! Na schön. Statt zu fischen, verteilen unsere Gallier lieber Backpfeifen. Eine Tracht Prügel Backpfeifen von mir aus. Spiele im Freispielmodus, um deinen Punktestand zu verbessern. Okay, also sind scheinbar die gleichen Level. Ach so, wahrscheinlich kann ich denn, wenn ich den ersten Akt fertig habe, einzelne Level auswählen. Sowas wird das sein. Mission 1.8, reicher Fischzug. War immer noch Mission 1, ne? Dürfen wir nicht vergessen, ist immer noch das erste... Ah! Wer seid ihr denn? Die sagen mir jetzt gerade gar nichts. Das sind irgendwie neue... Die sind neu gezeichnet, die kenne ich nicht. Die kenne ich nicht aus den Comics. So, und was ist hier mit dem Mast? Den wollen wir zerstören. Wir wollen den Mast zerstören. Wie gut. Vor allem dieser klassische Schrei. Dieser Filmschrei, den es in so vielen Filmen gibt. Wie geil. Aber das sind originale Zeichnungen. Die habe ich noch nie gesehen. Die kenne ich nicht. Ich meine, ich kenne den neuesten Asterix-Band auch noch nicht. Der ist erst vor wenigen Wochen rausgekommen. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt... Also die sagen mir gar nichts, echt. So, muss ich denn hier noch mehr runterholen? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da noch mehr runterkommen können, ne? Die sind richtig runtergekommen aus, die Piraten. Die sehen eigentlich aus wie Piraten, die ein Zeichner zeichnen würde, der noch nie einen Asterix-Piraten gesehen hat. Wisst ihr, es passt rein in die Welt, aber es ist halt ein völlig anderes Design als das, was man kennt aus Asterix. Alle anderen Charaktere hatte ich bis jetzt irgendwo schon mal gesehen, aber die hier kommen überhaupt nicht bekannt vor. Habt ihr gesehen bei dem? Der ist beim Besiegen, wurde der nur von seiner runterfallenden Axt besiegt, als er die auf den Kopf gekriegt hat. Das war übrigens eben kein Cut im Video, da war einfach ein komischer, plötzlicher Kameraübergang im Spiel. Das war nicht im Video drin. So, und ich habe noch nicht einen einzigen Schaden genommen, erstaunlicherweise. Dabei ist hier schon Gesundheit. Irgendwie greifen die Piraten nicht an. Doch, sie greifen an. Ich wollte jetzt nur mal gucken, ob das jetzt ein Fehler im Spiel ist, weil sie sehr langsam angreifen. Die sind nicht wirklich angriffsfreudig. So, aber da, der Große mit seinem Pferdeschwanz da, der wurde besiegt, indem ihm die Axt auf den Kopf gefallen ist, auf dem Boden. Oder vielleicht war es auch der andere da, in dem hellen Hemd. Einer von den Großen, ich bin mir nicht mehr so sicher. Da müssen wir mal drauf achten, ob ich den vielleicht so besiegen kann, dass er so landet, dass man das sieht. Müssen wir mal gucken. Na, mal gucken. Kriegen wir den hier besiegt? Nee. Beide in der gleichen Animation ihre Axt genommen. Ah, der war jetzt außerhalb vom Bildschirm. Hat man nicht gesehen. So, vielleicht jetzt? Ja. Jetzt war eben dieses Go-Schild davor. Rotbart versus Asterix und Obelix. Ja, den kennt man. Und gleich zu Beginn erstmal Gesundheit verloren. Mann, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt? Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn hier los, Mann? Was ist denn hier los? So. Was war das denn bitte? So, das ist der einzige Pirat, den man aus Ast... Oh, der schlägt beim Aufstehen. Das ist gemein. Okay, aber das wissen wir jetzt und können drauf achten. So, ist ja kein Problem, ne? Ah, Gott. So, ich meine, ich will immer diese Special Moves machen, aber die sind echt ungünstig von der Steuerung her. So, bam. Rotbart. Ich wusste jetzt nicht mal... Ich hätte jetzt nicht mal gewusst, ob der einen Namen hat. Hätte ich jetzt nicht sagen können. Aber ich meine, scheinbar hat er einen Namen. Und scheinbar ist dieser Name Rotbart. Ne? Man lernt ja immer was dazu. So, na, wo ist er denn? Hm? Was hat er eben über Lutetia gesagt? Achso, grüß mich, wenn ich in Lutetia bin oder so, weil er jetzt bis nach Lutetia fliegt. Irgendwie sowas Doofes. So, aber Rotbart erscheint mir jetzt ein bisschen einfacher, obwohl er sehr viel verteidigt. Aber er scheint mir ein bisschen simpler zu sein als der Centurio, ich weiß nicht. Vielleicht hatte der Centurio auch einfach noch mehr Gegner um sich herum.
Wisst ihr, dass da einfach noch mehr andere Legionäre waren. Und dadurch war das noch ein bisschen schwieriger zu koordinieren. Vielleicht bin ich auch einfach besser geworden. Wir nehmen hier Obelix. So, bam. Weil den Move, der ist so cool, dieser Move. Großartig. Und man kann natürlich, wie wir eben gesehen haben, den Angriff auch abblocken, ne? Also abbrechen, meine ich. Man muss nicht die ganze Zeit jemanden in der Hand halten und so verdreschen. Man kann auch zwischendurch einfach den Angriff wechseln. Also wenn Obelix den Gegner hält, meine ich damit. Okay, cool. Das war Rotbart, der ist besiegt. Jetzt zeige ich euch nochmal, was ich meine. So, den... Hä? Ach so, den kann man nicht nehmen. Ach so. Was für ein Glück, Obelix. Die Piraten kommen gerade von einem dicken Fischzug. Siehst du, Asterix? Man soll bei der Arbeit auch nicht das Vergnügen vergessen. Amarius gat mare. Aus dem Boot ins Meer trifft es wohl eher. Na bitte. Da hat man es eben kurz gesehen, wie da mit der Axt ihm auf den Kopf gelandet ist. Schade, dass man den Alten nicht gesehen hat. Man hat den aus dem Ausguck gesehen, der ist da ja runtergefallen. Sehr cool. Nun, da ihre Aufgabe erledigt ist, reisen die zwei Freunde heim. Das ist schade, dass nur das synchronisiert ist, weil das ist echt gut synchronisiert. Aber das sind immer so kurze Sätze. Hätte ich mir mehr gewünscht. Aber das, was da ist, ist sehr gut. Wir sind vom Angelausflug zurück, gute Miene. Wir haben dir einen dicken Fang frischer Fische mitgebracht. Und die Wildschweine, sind die schon gebraten? Ich bekomme etwas Hunger. Immer mit der Ruhe, Kinder. Wir setzen uns zum Essen, wenn ich es sage. Nur noch ein bisschen Geduld, mein guter Obelix. Ja, ich weiß schon. Alles zu seiner Zeit. Nein, 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 nein. Der Anfang eines friedlichen Tages wird durch die Ankunft eines klappernden Sportwagens unterbrochen. Ein klappernder Sportwagen, was könnte das sein? Ich würde denken, jetzt beginnt Akt 2. Aber was ist ein klappernder Sportwagen? Ich weiß jetzt nicht, welches Comicvorlage das sein könnte. Fällt mir gerade nichts ein. Ah, ja, natürlich. Ah, meine Freunde, das ist mein Neffe Krautphonix aus Lutetia. Skid up, ihr Landeier. Mein Bruder Ozeanix hat ihn hier in die Ferien geschickt, damit wir einen Mann aus ihm machen. Keine Sorge, O Majestix, unser Chef. Wenn wir mit seiner Erziehung fertig sind, jagt er die Wildschweine mit der bloßen Faust. Ach, geht das denn noch anders? Aber ich hab doch Ferien. Ja eben, deshalb gehen wir an den Strand, Krautphonix. Akt 2, Asterix und die Normannen. Genau, Krautphonix waren die Normannen. Krautphonix beginnt, die belebende aremorikanische Küste zu erkunden. Was natürlich gefehlt hat, war dieses wunderbare, wir müssen jetzt aufstehen, die Sonne ist aufgegangen. Das war halt auch. Ja, ein Wettrennen. Wer zuletzt am Felsen ist, ist Julius Caesar. Aber es regnet doch. Aber keineswegs. In Britannien, da regnet es. Hier ist das nur etwas auffrischende Feuchtigkeit. Naja, also, ich muss meine römischen Zahlen noch lernen. Ah, die Stadtjugend in der Stadt, immer mit der Nase auf ihren Tafeln. Das wird dir gut tun, Krautphonix. Auf die Plätze, fertig? Mission 2.1, belebendes Wettrennen zum Felsen. Was soll ich tun? Wie geht das? Was muss ich machen? Okay, ich muss irgendeinen Knopf drücken, aber ich weiß nicht welchen. Okay. Ich sehe nur links oben, ich soll eine Taste drücken und ich hämmer jetzt gerade auf A. Ob das richtig ist, keine Ahnung. Ich meine, ich drücke halt irgendeine Taste, ne? Ich hämmer jetzt auf A. Ich meine, das ist jetzt keine große Herausforderung, aber gut, bitte sehr. Asterix schneller als Obelix, hätte ich schon gedacht, ja? Ah, guck mal, wie Obelix da stand. Übergut. Ja, also ich denke mal, Asterix ist schon schneller. Das sieht man ja in dem Film, wo sie die 13 Aufgaben machen. Asterix Sieg über Caesar. Da hat ja auch Asterix das Wettrennen gemacht. Da! Ist das schon wieder ein neuer Tanz aus Lutetia? Da, das Schiff da! Das ist ein normannisches Drachenbrot! Die Normannen sind schrecklich! Schrecklich blutrünstige Piraten! Noch mehr Piraten? Oh ja, fein! Ah, das ist also ein Touristenschiff! Mal sehen, was sie wollen! Aber... Wie Obelix da steht und schmollt immer gut.
Nach der kleinen Aufwärmrunde gehen Asterix und Obelix nachsehen, was die Normannen wollen. Immer gut, was die Normannen wollen. Wäre jetzt interessant, wie Asterix dasteht, wenn ich Obelix gewählt hätte. Man kann ja, wenn man das Spiel startet, wählen, welchen man spielen will, standardmäßig. Und wie Asterix reagiert hätte, wenn Obelix gewinnt. Das wäre noch interessant. Mission 2-2, die Landung der Normannen. Was ist mit dem hier? Kommst du mit? Ja, da steht. Mega cool. So, die Normannen werden wahrscheinlich mehr aushalten als die... Du wolltest doch nachgucken, was die Normannen wollen und nicht losgehen und sie sofort verkloppen, oder? Das ist nicht gucken, was sie wollen. Das ist hingehen und sie kloppen. Mann, warum ist denn das so ein riesendicker Gegner? Gibt es bei den Normannen nur riesendicke Gegner? Weil ich habe Angst vor riesendicken Gegnern. Naja, aber anders als Römer, aber hallo. Wie riesig! Ich glaube, das ist ein Job für Obelix. Weil sie sind breiter als Obelix. Man darf halt auch immer nicht vergessen, die haben keinen Zaubertrank. Ich meine, es ist ja auch nicht 1 gegen 1, aber verdammt, wie groß sie sind. Meine Fresse, ey. Die halten eine Menge aus. Aber auch wie Obelix läuft, ist fantastisch. Die Animationen haben wenig Frames, aber das ist klar, wenn sie handgezeichnet sind. Und das jetzt sieht fantastisch aus. Man darf jetzt auch nicht, irgendwie übersehen, dass es jetzt technisch hervorragend läuft. Ne? Wir hatten noch keine Slowdowns, es gibt auch keinen Grund dafür. Aber es läuft in hervorragender Qualität und sehr zuverlässig und das ist alles wunderbar. Meine Güte, Obelix, warum hat er sich denn nicht mehr umgedreht? Gibt's ja nicht. Dieser Kick, den Obelix hat. Sehr cool. Oh, meine Fresse. Das war ja richtig... Na gut, ich wollte sagen, er hat mit seiner Keule zugeschlagen wie mit einem Baseballschläger. Ich meine, natürlich. Was soll er mit einer Keule sonst machen, ne? Es ist ja buchstäblich ein dicker Baseballschläger. Damit haut man zu wie mit einem Baseballschläger. Was soll man sonst machen? Was jetzt? Noch mehr Normannen? Halt! Wohin des Weges? Siehst du denn nicht, dass wir beschäftigt sind? Warte, bis du dran bist. Ah, das gibt es... Das kenne ich auch aus irgendeinem Comic. Warte, bis du dran bist. Weil er Prügel wollte. Aber ich... Irgendwoher ist das auch. Das ist ein appetitlicher Römer. Warte, bis du dran bist. Immer gut. Ah ja, mit... Jetzt sind sie beide gebischt. Okay, so ist es realistischer. Wir erinnern uns an das erste XXL... Asterix und Obelix XXL, da gab es auch nur einen einzigen Kampf, der ausschließlich mit Normannen waren und das waren 40 Gegner. So, und wenn man das jetzt mal mit normalen Römern vergleicht, die man zu Hunderten in einem Kampf besiegt, sagt es schon mal aus, wie stark die Normannen sind. Und hier auch 2-3 pro Kampf und mehr gibt es nicht. Das ist eine gute Aufteilung. Und die Sache, dass die Römer sich einmischen, das ist normal, nachvollziehbar, das macht alles... wahnsinnig Sinn. Das ist alles ganz großartig gemacht. Es ist alles in sich geschlossen und rund und macht Sinn. Was ist denn jetzt eigentlich, ich meine, das Festmahl haben wir scheinbar gekriegt, ne? Das ist ja jetzt abgeschlossen. Meine Frage wäre jetzt noch, welche Jahreszeit haben wir denn jetzt? Weil scheinbar sind die Römer nicht mehr in Britannien, sondern wieder hier, ne? Weil jetzt sind ja hier wieder mehr Römer. Ne? Also irgendwie ist es vorbei mit, es gibt keine Römer mehr hier. Aber dieser Durchrennangriff ist echt wichtig. Meine Güte, vor allem wie der guckt. Ich meine, der rechte Normanne, den kennen wir. Den linken Normanne, der ist schon wieder neu designt. Ich weiß, ich bin beeindruckt, wenn die das neu designen. Das heißt, sie haben einen coolen Charakter gemacht, für den es eigentlich keine Vorlage gab. Und das ist immer großartig. Da kann man dann nur sagen, okay, gut gemacht an die Designer. Ich weiß ja nicht, warum ich das immer so sehr hervorheben muss. Ansonsten gibt es halt Designer, die ein 3D-Modell designen. Aber hier so handgezeichnet ist für mich irgendwie noch eine andere Kunstform, die man meiner Meinung nach fast länger suchen muss. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber jemand, der sich hinsetzen kann und einen perfekten Asterix-Charakter zeichnen kann und animieren kann, ist meiner Meinung nach seltener als jemand, der 3D-Modelle animiert oder designt. Ich sage nicht, eins von beiden ist leichter oder schwerer als das andere, aber ich bin der Meinung, jemand, der solche Comics zeichnen kann, ist fast ein bisschen seltener. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil es nicht mehr so oft gebraucht wird oder sowas? Ich meine, wann habt ihr das letzte Mal ein Spiel gesehen,
bei dem so eine Grafik handgezeichnet ist. Das ist selten, ne? Man macht halt öfter heute diese 3D-Modelle, die animiert werden. Aber es ist super, es ist großartig. Olaf Maulaff, stimmt ja. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass die nicht alle in der gleichen Auflösung gezeichnet wurden. Man sieht, bei Olaf Maulaff ist es nicht in der gleichen Qualität gezeichnet wie Asterix. Der hat viel schärfere Linien. Aber was soll's. Na du, was soll denn der Lärm beim Odin? Kann man denn nicht mal mehr in Ruhe sein Wildschwein à la Creme essen? Wildschwein à la Creme? Warum seid ihr hier gelandet, Normannen? Wir sind nach Gallien gekommen, um zu lernen, was Angst ist. Sie soll Flügel verleihen und wir wollen auch fliegen. Wenn wir euch also Angst beibringen, zieht ihr wieder ab? In unserem Dorf haben wir genau das Richtige für euch. Na gut, aber wir behalten ihn bei uns, bis du zurückkommst. Ja, aber... Ach so, den behalten sie bei uns, okay. Komm jetzt, Krautwanix, zeig ein bisschen Mut. Es wird nicht lange dauern. Genau, die müssen doch losgehen und Trubadix holen, ne? Und davor haben doch die Normannen Angst im Endeffekt. Glaube ich. Asterix und Obelix lassen Krautwanix bei den Normannen und kehren mit einer Idee ins Dorf zurück. Ich weiß nur noch, am Ende haben die Normannen auch Angst, von Obelix gehauen zu werden. Aber ich kann mich nicht mehr zu 100% dran erinnern. Ihr sucht Trubadix? Komische Idee. Ist er nicht in seiner Hütte? Nein, da war er nicht. Dem bringen wir Flötentöne bei, wenn wir ihn finden. Ich dachte, Krautwanix hätte ihn überzeugt, dass er in Lutetia ganz groß rauskommen würde. Ach ja, genau. Ach, Idefix wird unseren Baden finden. Ich habe ihn schließlich schon gut auf Hinkelsteine abgerichtet. Obelix, mein Freund, optimistisch wie immer. Dann los! Weit kann er nicht gekommen sein.